Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 33. Folge. Ja, du siehst, wir haben 10:45 Uhr, es ist Dienstag. Ui, okay. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, wollte ich dir noch mal kurz zeigen, was die April aus dieser wunderschönen Kiste gezaubert hat. Sie hat hier diesen Leucht. Wir lassen jetzt einfach so diesen Schneemann. Und sie hat hier diese zwei Kränze. Schade, ich wollte die eigentlich übereinander, dass das so einen Kranz gibt, machen. Hat aber leider nicht funktioniert. Was mir aber gerade einfällt, ich habe der April hier einen Herbstkranz hingepackt. Dann filtern wir das mal nach Jahreszeiten. Hier gibt es nämlich irgendwo so einen wunderschönen Winterkranz. Den können wir doch hier hinpacken. Weil immerhin ist ja auch bald Weihnachten. So. Weiter geht's. Ja, das Regal habe ich jetzt auch bei der Emmy ins Zimmer gehängt, habe ihre Void-Kreatur draufgestellt und das Herz von Sulani. Ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und der Kalender, der jetzt da hing zuvor, habe ich jetzt hier hingehangen. Bei der April habe ich hier die Bilder noch schön hingesetzt. Ja, die April durfte erstmal putzen, das Waschbecken und die Dusche waren dreckig. Die Emmy ist schon in der Schule, ist verspielt, also die hat schon einen sehr guten Tag. Die April hat auch schon ihren Garten leer gemacht. Ja, und da wir ja in der letzten Folge das Date, ich mache es jetzt mit Anführungsstrichen, weil es ja nicht so unbedingt ein Date war, es war eher so eine Verabredung mit dem lieben Martin hatten, dachte ich, komm, laden wir den Shane heute einfach mal ein. Weil ich so langsam möchte, dass die April irgendwie einen Partner hat, dass das Familienleben auch so ein bisschen ins Rollen kommt. Und ich weiß jetzt nicht was, auf jeden Fall plaudern und. Ui, sie küsst ihn von sich aus. Brauche ich direkt ein Foto, wie die beiden sich's abknutschen. Ihr zwei Süßen. Und wie sie das von. Da, wir nehmen diese Seite. Die sind so niedlich, die zwei. Wieder ein Frosch im Hals. Weiter geht's. Die beiden sind wirklich, wirklich sehr, sehr süß. Ich dachte vielleicht, dass wir den Shane hier in die Gruppe, in so eine Aktionsgruppe hinzufügen hier. Und dass die beiden jetzt mal hier hinschwimmen können. Weil die App braucht unbedingt Hydration. Also mit diesem Gelegenheitsjob habe ich immer noch nicht leider rausgekriegt. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei mir nur am PC geht. Über das Handy finde ich es nicht, wenn ich auf Arbeiten suchen gehe. Falls du das weißt, schreib mir das bitte unbedingt mal in die Kommentare. Weil ich finde das eigentlich cool, wenn die Apple mal so zwischendurch, wenn die Amy zum Beispiel in der Schule ist, dann auch ja, so einen Gelegenheitsjob annehmen kann. Ja, Shaney Boy. Die April ist eine Meerjungfrau. Shaney, du schwimmst irgendwie komisch. So, dann gucken wir doch jetzt mal. Was macht ihr? Du plauderst mit ihm. Okay. Was kannst du denn noch mit ihm im Wasser machen? Spritz ihn mal nass. Kannst ihm ein Kompliment machen. Das sieht so süß aus. Wie er lacht. Wie er lacht. Wie er lacht. Wie geil. Shaney Boy mit seiner Sonnenbrille. Und was könnt ihr noch machen, ihr zwei Süßen? Funkel ihn mal verrückt an. Was möchtest du? Tratschen, ja, das ist doch was Schönes. Was? Gebrochene Herzen? Was? Was kann man denn Romantisches machen im Wasser?
Hauch ihm mal einen Kuss. Ui. Oh ja, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Winnie. Ihr zwei Turteltäubchen. Was macht der? Nimmt mich bitte mit. Ich bin so ein kleiner Stalker, wenn es um die April geht. Aber ich glaube, das ist verständlich. Och, ist der süß. Okay, ich glaube, wir müssen von der Seite machen, sonst sieht es so ein bisschen komisch aus. Das ist so süß. Vor allem durch das Wassergespiegel sieht das aus, als wäre sie schwanger. Okay. Also noch ein Baby wollte ich jetzt nicht so in den nächsten paar Tagen schon wieder haben. Was können wir denn noch Schönes machen? Mach mal einen koketten Witz. Ah, die Ina ist da. Wo sind die Ina? Jetzt wollte ich mal gucken, was das ist. Was ist Kuss der Meerjungfrau? Jetzt die Seiten weggetauscht. Muss man den im Wasser machen? Dann ist das wirklich, dass man den im Wasser machen muss. Das wusste ich nicht. Das war jetzt wirklich Zufall. Wirklich, wirklich Zufall. Ach, ihr Süßen. Na, das war. Also, vielleicht merkt man es auch schon, wer mein Favorit ist. Tut mir leid, wenn ich das so extrem zeige. Ich wollte aber gerade jetzt mal gucken, ob die Ina hier ist. Ina? Nein, okay. Ah, die Ina geht wieder, okay. April, du müsstest auch mal aufs Klöchen. Shani, ich hoffe, du gehst aber noch nicht, gell? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Emmy wiederkommt. Weil die Emmy mag den Shani ja soweit auch. Yep. Und ihre Lucy liebt sie abgöttisch. Und Shani bringt schon wieder unseren Müll raus. Ach, Shani Boy, du bist goldisch. Auf jeden Fall ist es trotz Winter in Sulani noch super warm. Das finde ich so cool, dass es noch so schön warm ist. Unsere Bienchen schlafen noch. Ich muss jetzt meine Kopfhörer ein Stück hochziehen, weil ich mich hier so viel bewege auf meinem Stuhl. Shani Boy, die April, die sitzt auf dem Klo. Ah, es macht hier scheint nichts aus, dass sie auf dem Klo ist. Oh, April, machst du das bitte direkt sauber? Genau, hier habe ich einen Spiegel hingemacht, falls ich es vergessen habe zu erwähnen. Ich finde, er passt richtig gut ins Badezimmer. Und ja, wir gucken mal, was wir jetzt noch so alles machen können. Auf jeden Fall geht es der April richtig gut. Der Emmy auch. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich habe die emotionale Aura aktiviert. April, du tanzt jetzt ein bisschen. Könnt ihr zusammen tanzen? Zusammen tanzen, kommt. Tanzt mal ein bisschen zusammen hier, Süßen. Ja, Mann, April, deine Maus kommt gleich. Möchtest du Mittagessen servieren für alle? Specksalat, Tomatensandwich, das passt doch. Ach, ich liebe diese Insel. Und vor allem liebe ich unser Grundstück. Das ist so schön. Und ich habe überlegt, dass die April auch gleich mal noch ein Gemälde malt. April, bitte. Danke. Wow. Ich bin platt. Ich bin platt mit meinen Nerven. Zum Teil hat die Emmy, glaube ich, gerade ihre... Ach, wir sollten vielleicht auch auf die Emmy tippen. Sie haben sich schon zu 50% die Hausaufgaben. Dann würde ich sagen, macht die Emmy hier Naga studieren, dann sind nämlich die Hausaufgaben fertig. Und die Emmy ist einfach eine Einser-Oberschülerin. Halleluja! Also die Emmy, die ist wirklich
mein kleines Wunderkind, die wird an die Universität gehen, die wird studieren. Und ihr, ich denke, sie wird auch in Sulani wohnen bleiben. Von da aus dann studieren. Shiny Boy, wo gehst du? Gehst du nach Hause schon? Schade. Schade. Ich bin als die ganze Zeit am Überlegen, wo wir den Weihnachtsbaum hinstellen. Es ist ja nämlich auch bald Weihnachten. In knapp einer Woche. Und ja. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir das machen sollen mit dem Baum. Weil hier in die Mitte finde ich ein bisschen blöd. Vielleicht stellen wir ihn auch draußen hin. Habe ich auch schon überlegt, ob wir das so machen. Emmy, du könntest dann deine Winterbastelei fertig machen, dass unser Grundstück ein bisschen winterlich wird. Und ich glaube, der Ray kommt uns gerade besuchen. Ja, der Ray ist auch schon verheiratet mit der Yugi, hat zwei Kinder. Ich glaube, mittlerweile ist sogar das dritte Baby schon da. Also der legt gut los, der Ray. Wir können ihn ja dann gleich mal nach seinen Kinder fragen. Dann stellen wir das doch mal hier hin. Sag mal Hallo zu dem Ray. Gib mal mit dem kleinen Haus an. Das passt doch. Und was macht ihr? Wir müssen unbedingt... Und die Emmy kann dann da mal arbeiten. Vielleicht können wir ihr dann auch ein bisschen helfen. Okay, Emmy. Und der Ray nimmt uns sicher erstmal was zu essen von uns. Hier, April, du kannst da mal hier bitte was. Mach mal ein Wandregal noch. Wenn du fertig bist und die Emmy noch nicht fertig ist, kannst du ihr helfen bei ihrem Schulprojekt. Ich finde es ja cool, dass unsere... Achso. Falscher Sim. Krass, Emmy. Echt jetzt? Wow. Sie hat Verantwortung, das Merkmal schon freigeschaltet. Manieren müssen wir noch machen, aber die Emmy hat ja auch immerhin noch 12 Tage. 12 Tage, oh mein Gott. Umgerechnet ca. 12 Folgen. Das ist krass. Einerseits rennt die Zeit total. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir diese... Wen interessiert, so gesagt. Die Lisa ist da. Hallo Lisa. Emmy, klappt's mit deinem Projekt? Die Lisa lacht wieder. Die Lisa wird, glaube ich, wenn sie sich's aussuchen könnte, würde die, glaube ich, Bäckerin werden. Habe ich so das Gefühl. Die träumt nämlich viel von Cupcakes und so ein Gedöns. So. April, hast du es fertig? Nein, hast du noch nicht. Sehr gut. Dann können wir den Spiegel nämlich verkaufen. Sag mal Hallo und dann kannst du ihr hier helfen. Ja, helf bitte mal bei dem Projekt. Aber das haben ja deine Eltern nicht mit dir gemacht, meine Süße. Die Bienchen schlafen, aber sind aufgebracht. Dann kannst du die mit Milbenspray dann auch gleich mal einsprühen. Ja, um 19 Uhr. Wie krass. Oh, wie süß sieht das aus. Und die zwei Dancen hier drin. Können wir eigentlich mal runter machen. Und dann kannst du, wenn du fertig bist, zum Essen rufen. Oh, das wird bestimmt ein Vulkan. Kann das sein? Ein Vulkan.
Bam, bam. So, Emmy, stopp, bevor du jetzt irgendwo hindüselst. Kannst du den... Starte mal die chemische Reaktion. Wie cool das aussieht. Wie cool das aussieht. So, Emmy. Du müsstest ganz dringend mal pieseln. Dann hier bitte pieseln. Und... Wie geht's deiner kleinen Lucy? Du kannst deine Lucy nochmal mit ihr spielen dann, während die Mami dann gleich zum Essen ruft. Gell, April? Wir haben einfach mal knapp 7900 Simoleons. Das ist der Hammer. Trotz, dass wir nur, ich glaube, knapp 500 durch die paar Pflänzchen einnehmen, finde ich das trotzdem saugut. Tschüss, Ray. Viel Spaß noch. Lisa, du kannst ja euch auch eine Portion nehmen. Dann, liebe April, erzähl der Lisa doch mal dein Dilemma. Frag sie mal um Rat. Erzähl mal die dramatische Geschichte, dass du zwei Männer super cool findest und dich in beide ein bisschen verguckt hast und du nicht weißt, wen du wählen sollst, beziehungsweise mit wem du dein Leben verbringen sollst. Vielleicht kann die Lisa dir ja einen Rat geben. Zufrieden, perfekt. Ei, und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Was das ausmacht, wenn man den in der Zeitraffe spielt. Aber der Schneemann gefällt mir. Der ist richtig süß. Richtig süß. Dann verkaufen wir mal den. Hallo. Dankeschön. Genau, hier ist der 350. Wow. Genau, ich wollte die ganzen Dekorationen jetzt immer aufbewahren, damit wir die nicht immer wieder neu kaufen müssen. Außer das Gebastelte von der Emmy, das lassen wir natürlich hängen. Aber die Herbstdeko habe ich jetzt ins Haushaltsinventar gepackt. Ja, was können wir jetzt noch so Schönes machen? Wir haben 21 Uhr. Auf jeden Fall können wir das wieder einpacken. Das sieht so schön aus. Vor allem das einmal sind es weiße Perlen oder Blüten und hier sind rote dabei. Das sieht schon knuffig aus. Vielleicht kaufe ich auch noch einen Stuhl und stelle den hier hin. Auf die Abstimmung von den Küchenmöbeln bin ich bisher jetzt noch nicht eingegangen. Auch nicht wegen Emmy, Meerjungfrau. Das würde wenn dann erst passieren, wenn sie ein Teenager ist. Weil ich halt die Gelegenheit allen geben wollte, dass alle mit abstimmen können. Emmy, hast du keinen Hunger mehr? April, was machst du jetzt? Okay. Die Emmy kann dann im Anschluss noch ein bisschen mit dem Doktor spielen, mit dem Teddy. Und darf im Anschluss dann auch schlafen. Und die April darf eigentlich nochmal hier was malen. Das fände ich eigentlich cool. Mach mal hier ein selbstsicheres Gemälde. Du bist nämlich gerade selbstsicher. Jump, jump, jump. Vielleicht kriege ich sogar in diese Aufnahme den Mittwoch schon rein mit dem Gruselfest. Da werde ich dann gleich, sobald die beiden schlafen, mal recherchieren, wie ich das mache, damit die dann auch die Outfits anhaben. April, hast du es fertig? Nein. Okay. Den Radio machen wir schon mal aus. Verkäufst du das? Wow. Krass,
31 Simoleons sind es, glaube ich. Ja. Jetzt darfst du schlafen. Viel Spaß. So, die beiden sind wieder wach. Ich gucke, wie ich das alles reinnehme. Wenn nicht, wird in Folge 34 der Rest vom Gruseltag dann sein. Auf jeden Fall möchte die Emmy gruselige Atmosphäre haben, Süßes oder Saures, sich verkleiden, Partystimmung und Geschichte erzählen. Okay. Die Apple muss ganz dringend pieseln. Und dann kannst du Zähne putzen und die Emmy darf sich was zu essen nehmen. Nimm am besten Reste. Wir gucken mal. Oder wir bereiten alles vor und feiern dann in der nächsten das Grusel-Festival. Ich glaube, so machen wir es. So, einschalten. Können wir ein bisschen Hip-Hop. Ja, April, dann dusch du mal auch schnell, bitte. Und Emmy, du könntest dann hier deinen Käfig säubern. Was? Wieso kannst du nicht in die Dusche duschen? Danke. April. Eieieiei. Der April ist das bisschen gleichgültig, okay. So, Emmylein. Du kannst schon mal ein bisschen singen üben. Und deine Mami hat Hunger. Dann nimmt die Mami sich auch was zu essen. Bitte den Rest. Wir haben nämlich so viel Rest. Oh Gott. So. Dann gucken wir gleich mal. Kannst du mit der Kiste auch was machen? Wow, Emmy. Kudel. Machen wir das doch. Wow, Emmy. Was haben wir noch Gruseliges? Aber sonst nichts. Dann machen wir das doch noch. Wenn man hier so Ketten. Und die April singt, okay. So, April, dann machst du hier bitte einen Mega-Verkauf. Wo ist er? Mega-Verkauf. Und die Emmy darf weiter schmücken. Was können wir noch machen? Drinnen für Grusel dekorieren. Wir machen diese Lichter noch. Emmy, ich glaube, du kannst... Hast genug gesungen. So, Zaun. Ja, das machen wir auch noch. Einen Zaun. So, du kannst ja diese schwarz-lilanen Dinger. Die hättest du eben noch gesehen, oder? Da. So, die Emmy dekoriert jetzt. Jetzt wird spannend. Wir spulen mal. Die Apple macht ihren Mega-Verkauf. Sehr gut. Okay. Ist das dann halt gleich alles im Haushaltsinventar? Wir gucken gleich. Ich bin sehr gespannt. So, April. Martin, das ist echt süß. Ah, guckt mal. Hier. Ha, wie cool. Okay, da hat es jetzt die... Oh, im Wasser. Das ist natürlich nicht so bombisch. Hier hat sie die Fähnchen. Das sieht doch schon mal sehr cool aus. Und was hat sie hier so drinnen? Noch nichts. Okay, dann gucken wir da gleich weiter. Ich würde sagen, die April macht ein paar Skulpturen. War mal eine große Bärenskulptur. Und die Emmy
Und dann müssen wir noch ein bisschen dekorieren für den Feiertag. Auf jeden Fall geht es jetzt zur Mama. Die April. Kann dann auch noch mal hier. Und die April. Wir können Pflanzen weiterentwickeln. Und hier ist noch was zum Verkaufen, April. Voll vergessen. Können wir euch auch weiterentwickeln? Nein. Aber dich können wir noch. Dann macht die App jetzt auch noch hier ein bisschen Feiertag. Und die Emmy. Gruselig bitte. Kann noch was basteln für den Feiertag. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Baumodus und gucken, ob die beiden was rausgeholt haben. Ob hier irgendwas zur Verfügung steht. Nein, hier nicht. Aber hier haben wir ein bisschen was. Okay. Ich dekoriere das jetzt im Schnelldurchgang und zeige es euch dann, wenn es fertig ist. So, ich bin fertig. Ich habe jetzt nicht allzu viel gemacht, weil ich nicht unser ganzes Geld ausgeben wollte. Wenn wir die paar Steinchen, diese fette, eklige Spinne mit dem Spinnennetz hier am Haus, dann haben wir dieses kleine Teil, hier diese Halloween-Kürbisse, diesen Kessel, den Teddy, diese Lampe, hier diesen Geist. Das ist auch schon alles draußen. Die Emmy hat, eigentlich hat nur der Raum ein bisschen was bekommen. Die haben hier diese Lampe, diesen Lampenhalter hier, diesen Kürbis mit Hut bekommen. Hier hängt auch die Lampe, hier steht dieses Süßigkeiten-Ding und hier ist nochmal dieser Arm. Ja, ich habe jetzt währenddessen auch mal auf die Uhr gerade geguckt. So sieht auf jeden Fall jetzt das Festhäuschen aus, sag ich jetzt mal. Aber leider schaffen wir das jetzt nicht mehr, das Fest in der Folge zu feiern. Aber finde ich auch nicht schlimm. Ich sehe gerade der Emmy ihr fertiges Schulprojekt hier drin. Können wir eigentlich mal hier reinpacken. Feiern wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt, auch wie das mit dem Verkleiden klappt. Ich werde auf jeden Fall denen später noch ein Outfit geben. Und hoffe natürlich, dass sie das dann auch anziehen können. Und dass die beiden das erfüllen können. Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich bin nämlich eigentlich ein richtiger Halloween-Fan, eher als Fasching. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Sei gespannt auf die nächste Folge auf jeden Fall mit der Halloween-Party. Und dann hab noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.